Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen wieder zum Weekly Update. Hello, dear friends, and welcome back to this edition of the Weekly Update. Und ich freue mich, dass ich hier Felix mit dabei habe. Ihr kennt ihn vielleicht aus der 9. Stunde. Stell dich doch kurz vor. And I'm very happy to be able to welcome Felix with us. Maybe you remember him from the 9th hour. So, Felix, why don't you introduce yourself? Ja, mein Name ist Felix Kunze. Well, my name is Felix Kunze. Und ich bin, wie Jobst schon gesagt hat, immer wieder Moderator bei der 9. Stunde. And as Jobst mentioned, I am moderating the 9th hour every now and then. Aber tatsächlich mache ich auch noch andere Sachen. But actually I'm also doing other things besides. Ich arbeite bei Marsch des Lebens als PR-Manager. I am working for March of Life as a PR manager. Das bedeutet also, ich bin verantwortlich für die Social Media Arbeit und für Website und für die Dinge, die wir eben so rausgeben als March des Lebens. Which means I'm responsible for the social media work, the updates we do, all the publicity we do for March of Life. Und du hast eine Familiengeschichte, darüber werde ich dich gleich noch interviewen. And you've got a special family history as well that I shall ask you about shortly. So, und wir sind an einem besonderen Zeitpunkt, denn vor einigen Tagen hatten wir den 8. Mai. And we are living in a very special moment again, because just a few days ago it was the 8th of May. So der 8. Mai, der war in Deutschland bekannt als der Tag der Niederlage. And the 8th of May, for the longest time, used to be known in Germany as the day of surrender, the day of defeat. Und erst 40 Jahre nach der Kapitulation im Zweiten Weltkrieg, nämlich 1985, wurde er das genannt, was er eigentlich wirklich ist, nämlich der Tag der Befreiung. And only 40 years after the end of the war, in 1985, it was called for what it truly was, which was the day of liberation from National Socialism. Und das war der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker. And it was our then president of Germany, Richard Weizsäcker. Und er nannte das den Tag der Befreiung von dem Nationalsozialismus. And he called it the day of liberation of National Socialism. Und das heißt, 40 Jahre lang hat es gebraucht in der deutschen Bewusstseinsbildung, bis sie ja dazu gesagt haben, dass es die Befreiung war vom Nationalsozialismus. So this shows that it actually took 40 years in the German mindset to realize that it truly was a liberation of National Socialism. So und heute ist das ganz normal, also der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Today this is very normal and accepted, so it is the day of liberation of National Socialism. Und gleichzeitig erleben wir zur Zeit der Corona-Krise, wie genauso Antisemitismus, Verschwörungstheorien wieder wirklich explosiv steigen. And at the same time, during the time of Corona crisis, we see once again a terrible explosion and rise of antisemitism again in Germany. Und ich habe das gestern gelesen, 14% Steigerung des Antisemitismus. And only yesterday I read that we have actually a 14% increase of antisemitism once again. Und es ist so, als ob alte Gespenster wieder auftauchen. And it is as if the ghosts of the past came rising again. Und das ist der Grund, warum ich Felix hier eingeladen habe. And that's also the reason why I invited Felix to be on the program with us. So du bist ein erfolgreicher PR-Manager. So you are very successful as a PR manager. Du bist ein erfolgreicher Werbemann. You're very successful in advertising. Und gleichzeitig hast du eine Familiengeschichte und du willst einfach ein Zeichen setzen für Israel. Was ist deine Geschichte? At the same time, you have a very particular family history and you want to make a statement for Israel. So, what is your story? Ja, wir haben ja gerade davon gehört, dass es sehr lange gedauert hat, bis im deutschen Bewusstsein angekommen ist, dass dieser Tag, dieser 8. Mai, nicht der Tag der Niederlage war, sondern der Tag der Befreiung. So as we heard just now, it took very, very long for the German mindset to grasp that the 8th of May wasn't the day of defeat and surrender, but it actually was the day of liberation. Und das hat eine sehr enge Verbindung zu meiner Familiengeschichte. And this is actually very closely connected to my own family history. Denn meine Vorfahren waren überzeugte Nazis. Because my ancestors were convinced Nazis. Und wenn ich überzeugt sage, dann rede ich davon, dass sie in der Nazi-Ära überzeugt davon waren und danach immer noch. And when I say they were convinced, I'm talking about the fact during the Nazi rule they were convinced and afterwards. Einer meiner Vorfahren zum Beispiel war Bürgermeister und Blockwart. For instance, one of my ancestors was a mayor at the time and he was responsible for an entire area. Und er war dafür zuständig, dass wenn jemand nicht dem Nazi-Regime und der Vorstellung der Nazis entsprochen hat, dass diese Personen deportiert werden. And it was his responsibility when he found a person in his sphere of influence that did not agree with the Nazis to make sure that person was going to be deported. Und ein anderes Beispiel ist mein Opa. And another example is my grandfather.
Und ich habe eben gesagt, das Mindset hat sich nicht geändert. And as I mentioned just now, you know, the mindset hadn't changed at all. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, als Kind zu uns nach Hause kam und den Hitlergruß gezeigt hat. And I still remember very vividly a situation when I was a child that he came to visit us at home and he showed the Hitler salute. Und mein Vater musste ihm zuerst sehr klar sagen, wenn du hier dieses Haus betrittst, dann zeigst du diesen Gruß nicht. And my father had to be very clear with him, saying, if you want to enter this house, you will not show this salute. Und das ist die Geschichte meiner Familie, und die zeigt, dass dieses Mindset wirklich nicht einfach so auszulöschen war, sondern es war wirklich bis zum Ende seines Lebens von meinem Opa eben da. And so this shows that the mindset couldn't just be wiped out like this, but in case of my own grandfather, it was there until he died. Und glaubst du, dass dieses Mindset sich eben dann auch auf die Generation eben weiter überträgt, in Form von Antisemitismus oder Verschwörungstheorien, die dann einfach aufbrechen hier in dieser Corona-Zeit? And so do you think that this mindset is something that maybe can show itself again in rising antisemitism or conspiracy theories at the time of Corona? Ja, absolut. Also ich habe das in meinem eigenen Leben gesehen. Absolutely, I saw this in my own life. Ich habe gesehen, dass ich Probleme mit Menschen hatte und schlecht über Menschen gedacht habe, mich selbst als erhaben über Menschen gesehen habe. I saw it in my own life how I regarded people as inferior or I thought myself superior to certain people. Und es waren Menschen, die hatte ich in meinem Leben eigentlich noch nie getroffen, geschweige denn hatte ich persönlich mit ihnen gesprochen. And these were people I had never before met in my life, not to speak about the fact that I hadn't even talked to them. Und gleichzeitig war es auch so, dass ich in meinem eigenen Herzen eine absolute Härte entdeckt habe. And not to speak of the fact of the own hardness I discovered in my own heart. Also ich erinnere mich an Situationen in der Schule, wo ich wirklich sehr, sehr böse mit Leuten umgegangen bin. Und es hat mich überhaupt nicht im geringsten im Herzen berührt. Und andere waren erschrocken darüber, wie wenig das mich berührt und wie ich mit den Menschen umgehe. I still remember situations at school when I was really bad to people and people around me were shocked how evil I could be and it didn't touch me in the least. Ja, das ist das, was man ja auch von vielen Geschichten hört, auch den Decke des Schweigen-Seminaren von Menschen, die eben dieses Erbe eben immer noch in sich tragen. Und das zeigt sich dann eben in diesem Überlegenheitsdenken, in diesem arischen Überlegenheitsdenken über andere Menschen. Yeah, and this is actually, we have heard so many times, especially during Veil of Silence seminars, it is a very much of a hardness that's carried on throughout the generations. It is a feeling of superiority that is transferred to the coming generations. Und das macht natürlich immer auch was mit unseren Herzen. Well, of course, this does something to our own hearts. Und du sagst, hey, ich will was anderes machen und jetzt stehe ich mit Marsch des Lebens für Israel. And you said you wanted to do something else and now you stand with March of Life for Israel. Ja, definitiv. That's just so true. Ja, absolut. Also ich kann vielleicht ganz kurz von einer Situation erzählen, die mein Leben genau in der Hinsicht verändert hat. Well, maybe I can share a little bit about one particular situation that totally changed and transformed my life in exactly that respect. Und das war der Moment, in dem Geschichte zu Gesichtern wurde. And that was the very moment when history suddenly received a face. Und ich war in Israel mit einer Bibelschule, hier aus der Gemeinde, TOS-Gemeinde. At that time I was in Israel with my Bible school, the Bible school here in our TOS church. Und wir hatten das Vorrecht, dort Holocaust-Überlebende zu treffen. And we were privileged to meet Holocaust survivors there. Es waren etwa 70 bis 80 Holocaust-Überlebende. There were about 70 or 80 Holocaust survivors who were gathered. Und wir sprachen dort über unsere Familiengeschichten als Deutsche. And there we spoke about our personal family histories as Germans. Und ich erinnere mich wie heute, als ich diesen Menschen ins Gesicht geschaut habe. And I still remember as if it had been yesterday, looking into the faces of these people. Und als ich in ihre Augen geschaut habe und gesehen habe, sind Menschen mit einer persönlichen Geschichte, die mit meiner Familiengeschichte ganz, ganz eng verbunden ist. Looking into their eyes and realizing these are people with a personal history that is so closely intertwined with my family's history. Da war es plötzlich, als würde in mir was zusammenbrechen. It was as if something were collapsing within me. Und in dieser Zeit, wo es zusammengebrochen ist, wurde gleichzeitig mein Herz weich.
And at the same moment of this collapsing, my heart actually became soft. Natürlich war das ein längerer Prozess, aber das ist der Grund, warum ich beim Marsch des Lebens arbeite und mich gegen Antisemitismus stelle, ganz klar in dieser Zeit. Well, of course it was quite a process to go through all of that, but that is the reason why I am with March of Life today, why I stand with Israel. Und das erinnert mich an eine Rede, die jetzt anlässlich dieses 8. Mai von Frank-Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, gehalten worden ist. Well, this actually reminds me of a speech that our president today, Frank-Walter Steinmeier, held on occasion of the 8th of May. Und er sagte, das Erinnern wird niemals aufhören in Deutschland. And he said, remembering will never stop in Germany. Und dann sagte er einen Satz, den ich sehr bewegend finde und so wichtig. And then he said one sentence that I think is so important and so moving. Jemand aus Deutschland kann die Geschichte nur mit einem zerbrochenen Herzen anschauen. He said, a German, a person from Germany can only look at history with a broken heart. Und das ist die Botschaft, die wir hier auch weitergeben möchten anlässlich des 8. Mai. And this is also the message that we want to share on occasion of the 8th of May. Ja, die deutschen Familien mussten in der Krise wieder neu aufbauen, in den Trümmern mussten sie wieder neu aufbauen. Yes, it is true. German families had to rebuild after the crisis, after the war, they had to start from scratch. Aber es ist kein Zeitpunkt, haben wir das Recht, auf irgendetwas stolz herunterzuschauen, sondern wir können die Geschichte nur mit zerbrochenen Herzen anschauen. But there has never been a moment and never will be that we can look at something with pride or looking down on others. But we can only look at history with a broken heart. Und aus dieser Zerbrochenheit kommt eine Botschaft mit ehrlichem Herzen. And this brokenness brings forth a message with an honest heart. Und diese Message, diese Botschaft kann nur heißen, wir stehen an der Seite Israels in Freundschaft und wirklich mit allem, was wir zur Verfügung haben. And this message can only be, we stand with Israel with our whole heart, with everything that we are. Und wir stehen gegen Antisemitismus. And we stand against antisemitism. Und zwar nicht theoretisch. And not just in theory. Sondern ganz praktisch in unserem Leben, in unserer Familie. But very practically in our lives, in our families. So wie es dein Vater gemacht hat. Like your father did. Der gesagt hat, Hitlergruß ist hier verboten. Who said, you will not show the Hitler salute in this house. Und das hat dem Großvater nicht gefallen. And your grandfather didn't like it, did he? Ja, aber es war ein klares Statement. But he was so clear. Und so wollen wir euch grüßen, ganz herzlich von hier aus. And so we want to send you our very best regards from here. Danke für alle Kommentare, die wir von euch bekommen. Thank you for all the comments you've been sending us. Letztes Mal aus den USA, aus Litauen und überall her. Last time we had them from the United States, from Lithuania, from all over the world. Und wir stehen gerade in der Zeit der Corona, stehen wir mit euch und beten für euch. So especially at this time of the coronavirus, we are standing with you, we are praying with you. Und wir stehen da gemeinsam. And we are together in this. Gott segne dich. God bless you. Bis zum nächsten Mal. And see you again next time. Vielen Dank, Felix. Thank you so much, Felix.